Anschließend seine Antworten auf Fragen aus dem Publikum. Wissen Sie, und ich habe zwangseingewiesene Patienten erlebt. Da stand auf dem psychiatrischen Gutachten, der Patient leidet an einem Aktualkonflikt. Das ist nix. Und ich sage Ihnen, ich hätte jeden zwangseinweisen können. Und wenn Sie auf einer geschlossenen psychiatrischen Station gewesen wären, ich sage Ihnen, Sie wären nicht mehr rausgekommen, weil alles, was Sie getan hätten. Und ich habe mal einen Psychiater gefragt, Sie sind bei der psychiatrischen Diagnostik doch darauf angewiesen, dass der Patient spricht. Wenn der nicht spricht, kann ich nicht psychiatrisch diagnostizieren. Da hat er gesagt, dann schreiben Sie symptomschwache autistische Psychose. Wir haben Fantasie, meine Liebe. Sie können mit der psychiatrischen Begutachtung immer auch alles beweisen. Und das Gegenteil vom Gegenteil aber lässig auch. Ich war auch Weiterbildungsbeauftragter des Krankenhauses und Vorsitzender eines Facharztprüfungsausschusses. Und ich habe in Fortbildungsveranstaltungen psychiatrische Krankheitsbegriffe eingeführt, die es gar nicht gibt. Also zum Beispiel, und zwar nicht vor Chirurgen oder was, sondern vor Fachärzten der Psychiatrie. Also zum Beispiel die bipolare Depression dritten Grades, die gibt es überhaupt. Kein Mensch hat eine Frage gestellt. Ich habe, als ich hier in Sachsen im Ministerium war, hat man mich gefragt, nachdem ich Bewerber, die in der engeren Wahl waren, mussten einen Vortrag halten. Und ich habe gesprochen über die Pseudologia Fantastica, das ist die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull. Das sprüht doch vor Ästhetik, besonders wenn man das Wissen hatte, das damals nur ich hatte. Und dann fragte mich der Vorsitzende der Kommission, ja, über was haben Sie denn promoviert in der Medizin? Und dann habe ich gesagt, ja, über kognitiv induzierte Verzerrungen in der stereotypen Urteilsbildung. Und das ist eine Aneinanderreihung leerer Begriffe. Und der sagt daraufhin, ja, Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Sie? Ja. Habe ich mich manches Mal gefragt, wer ist eigentlich der Hochstapler? Ja, das war ja so Zufall. Ne? Das war, also in Chatras hatte man ja Angst, dass ich weggehen könnte. Das war ja deren größte Sorge eigentlich, ja. Und es gab eine Ärztin aus dem Westen, die in dem Oberarztbereich, in einem Oberarztbereich, es war eine ehemalige DDR-Oberärztin, mit der kam sie nicht klar. Und dann habe ich sie in meinen Oberarztbereich geholt. Und dann hat sie zu Hause in Bremen erzählt, wo ich auch herkomme, dass sie jetzt im Oberarztbereich des netten Dr. Postel sei. Und da hat man sich des Namens erinnert und so schlug es ein wie eine Bombe. Und dann hat Herr Dr. Gutfreund bei der Polizei angerufen. Das weiß ich aus den Ermittlungsakten. Und dann hat er gesagt, ich bin Chefarzt und ich habe einen Arzt, der ist Postbote. Und dann hat die Polizei den Hörer aufgelegt. Aber der Richter ist faktisch immer nur Schreibgehilfe des Arztes. Es gibt keinen Richter. Es gibt keinen Richter, der gegen den Arzt votiert. Sie müssen auch überhaupt nicht intelligent sein, um als Oberarzt einer psychiatrischen Klinik bestehen zu können. Das ist überhaupt nicht. Ja, der ist festgestellt worden. Der war beschämend niedrig. Herr Professor Leigraf hat bei seiner Begutachtung im Rahmen des Strafverfahrens festgestellt, dass der irgendwie sehr, sehr niedrig sei. Und das hat er auch genüsslich vor Gericht ausgeführt, hat damit aber ein Eigentor geschossen. Weil ja es ja immerhin bedeutet, dass man mit diesem niedrigen IQ eine Klinik einigermaßen erfolgreich leiten kann. Also wer will, kann jeden unterbringen, davon bin ich überzeugt. Ich hätte jeden einweisen können. Und wenn Sie dann auf der psychiatrischen Station sind, dann ist Ihr gesamtes Verhalten, was immer Sie tun, nur noch sozusagen Diagnose bestätigend. Sagen Sie nichts, sind Sie irgendwie autistisch oder resigniert oder latent suizidal. Dass Psychiatrie wirklich irgendwie keinerlei Achtung verdient, der beste Beweis doch dafür bin doch ich. Wenn auf die Stelle haben sich irgendwie 39 Ärzte, Fachärzte beworben, der Psychiatrie und Neurologie. Ne? 8 waren in der engeren Wahl, 2 waren davon habilitiert. Der einzige Postbote ist eingestellt worden. Und er arbeitet 2 Jahre, wird nach 6 Monaten, soll befördert werden zum Chefarzt. Der Chefarzt übertrifft die Erwartungen. Ich meine, das in der Bäckerei hätte ich das nicht geschafft.
Herr Professor Thomas Kallert ist ja Organisator hier dieses seltsamen Weltpsychiatriekongresses. Und Herr Professor Kallert hat vor einigen Wochen mit dem Ressortchef Kultur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel gesprochen und hat sich über die Psychopathologie, also über die psychische Erkrankung des Gerd Postel ausgelassen. Und hat dann gesagt, auf die Frage dieses Herrn Matusek, also dieses Redakteurs beim Spiegel, ja, ob denn Herr Postel Chancen gehabt hätte, bei ihm Chancen gehabt hätte, ob er das, er hat gesagt, nach 5 Minuten hätte ich Herrn Postel noch im Bewerbungsgespräch durchschaut. Nun hat aber Professor Kallert irgendwie, ist immer auch heute noch der Meinung, dass er wirklich mit dem Ressortchef Kultur des Spiegel telefoniert hat. Ich meine, alleine, dass er für denkbar hält, dass der Ressortchef des Spiegel Herrn Professor Kallert anruft, um seine maßgebliche Meinung zu eruieren, ist doch schon sozusagen, die Implikation ist doch schon absurd. Ja, der Mann leidet an Hybris. Und ich habe auch andere Prüfungen, es gab den Zusatztitel Psychotherapie, da wollten dann Ärzte, Internisten, um bestimmte Gebührentatbestände abrechnen zu können, brauchten sie den Zusatztitel Psychotherapie. Da war ich sehr häufig Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Landesärztekammer und da habe ich viele Leute durchfallen lassen, aber ich fand das alles ganz schlimm. Da ging es nur um Geld zu verdienen und um nichts anderes. Und ich finde, als Prüfungsvorsitzender hat man auch so einen Verbraucherschutzgedanken zu berücksichtigen. Oder? Aber es ist sehr verantwortungsvoll, Patienten psychiatrischer Hilfe in Anführungszeichen zu entziehen. Das ist eine gute Tat. Ja, ich sehe an der Psychiatrie nichts Erhaltenswertes. Das ist in der Tat richtig. Aber Psychiatrie ist irgendwie eine menschenverachtende Maßnahme und das geht nicht. Psychiatrie kann auch jede dressierte Ziege. Das ist keine große Leistung. Wirklich. Sie müssen nur diese Sprache beherrschen. Wenn Sie die Sprache beherrschen, können Sie alles begründen. Wobei das Urteil 4 Jahre natürlich ein kleines Racheurteil der Justiz ist. Ich war ja vorher Sachverständiger und diverse Strafkammern haben in Verfahren, in denen ich gegutachtet habe, immer geschrieben, hat der insoweit besonders erfahrene Sachverständige zur Überzeugung dieser Strafkammer Folgendes ausgeführt, nicht? Und da fühlte man sich vorgeführt. Und dann ist man zu einem Urteil von 4 Jahren gekommen. Wenn ich mir sehe, was man sich in Sachsen alles leisten kann, um 4 Jahre ins Gefängnis zu kommen, wird mir ganz übel. Aber ist es okay? Ist es alles in Ordnung? Vielleicht hätte mich eine geringere Strafe auch sozusagen in meinem Narzissmus gekränkt.